3.32 Uhr, als in der Rettungsleitstelle des Kyffhäuserkreises der erste Notruf eintrifft. Es brennt in Rocken-Susra. Betroffen ist jeweils der Dachstuhl von drei leerstehenden Wohnhäusern, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Asylbewerberunterkünften befinden. Die Feuerwehr rückt mit ca. 80 Kameraden an und hat den Brand nach etwa 2 Stunden unter Kontrolle. Da sich sehr schnell der Verdacht von Brandstiftung erhärtet, nehmen noch in der Nacht Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. Denn es wäre ja mehr als Zufall, wenn in 3 Häusern gleichzeitig ein Brand ausbricht. Und allein aus dieser Tatsache heraus gehen wir von einer Brandstiftung aus. Aus diesem Grund treffen am Vormittag auch Innenminister Poppenhäger, Landrätin Hochwind und Ministerpräsident Ramelow in Rocken-Susra ein. Und sie zeigen sich erschüttert von der vermutlich ausländerfeindlich motivierten Tat. Ramelow spricht von einem, Zitat, feigen Anschlag gegen demokratische Grundwerte. Letztlich ist derjenige, der Häuser anzündet oder Brandsätze in Flüchtlingsunterkünfte wirft, auf der gleichen terroristischen Ebene wie derjenige, wie alle die, die die Menschen erst auf die Flucht bringen. Momentan leben 98 Asylbewerber in der 250-Seelengemeinde Rocken-Susra, in alten DDR-Wohnblocks, die jahrelang leer standen, weil der Kyffhäuserkreis händeringend nach weiteren Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge sucht, sollten die Neuankömmlinge eventuell in den letzte Nacht zerstörten Häusern einquartiert werden. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber Landrätin Hochwind sagt: Wir werden auch in Zukunft in unserem Landkreis die Flüchtlinge weiter aufnehmen und werden das als unsere gemeinschaftliche Aufgabe betrachten. Wir werden uns von diesen, die jetzt hier diese Brände verursacht haben, nicht einschüchtern lassen. Um den Fall so schnell wie möglich aufzuklären und die Verantwortlichen zu ermitteln, hat das Innenministerium eine Sonderkommission gebildet. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes ist vor Ort, um Spuren zu sichern, Leute zu befragen und sich ein Bild darüber zu verschaffen, was passiert sein könnte in der Brandnacht von Rocken-Susra. 3.32 Uhr, als in der Rettungsleitstelle des Kyffhäuserkreises der erste Notruf eintrifft. Es brennt in Rocken-Susra. Betroffen ist jeweils der Dachstuhl von drei leerstehenden Wohnhäusern, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Asylbewerberunterkünften befinden. Die Feuerwehr rückt mit ca. 80 Kameraden an und hat den Brand nach etwa 2 Stunden unter Kontrolle. Da sich sehr schnell der Verdacht von Brandstiftung erhärtet, nehmen noch in der Nacht Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. Denn es wäre ja mehr als Zufall, wenn in 3 Häusern gleichzeitig ein Brand ausbricht. Und allein aus dieser Tatsache heraus gehen wir von einer Brandstiftung aus. Aus diesem Grund treffen am Vormittag auch Innenminister Poppenhäger, Landrätin Hochwind und Ministerpräsident Ramelow in Rocken-Susra ein. Und sie zeigen sich erschüttert von der vermutlich ausländerfeindlich motivierten Tat. Ramelow spricht von einem, Zitat, feigen Anschlag gegen demokratische Grundwerte. Letztlich ist derjenige, der Häuser anzündet oder Brandsätze in Flüchtlingsunterkünfte wirft, auf der gleichen terroristischen Ebene wie derjenige, wie alle die, die die Menschen erst auf die Flucht bringen. Momentan leben 98 Asylbewerber in der 250-Seelengemeinde Rocken-Susra, in alten DDR-Wohnblocks, die jahrelang leer standen, weil der Kyffhäuserkreis händeringend nach weiteren Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge sucht, sollten die Neuankömmlinge eventuell in den letzte Nacht zerstörten Häusern einquartiert werden. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber Landrätin Hochwind sagt: Wir werden auch in Zukunft in unserem Landkreis die Flüchtlinge weiter aufnehmen und werden das als unsere gemeinschaftliche Aufgabe betrachten. Wir werden uns von diesen, die jetzt hier diese Brände verursacht haben, nicht einschüchtern lassen. Um den Fall so schnell wie möglich aufzuklären und die Verantwortlichen zu ermitteln, hat das Innenministerium eine Sonderkommission gebildet. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes ist vor Ort, um Spuren zu sichern, Leute zu befragen und sich ein Bild darüber zu verschaffen, was passiert sein könnte in der Brandnacht von Rocken-Susra.